So. Ja. Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, starten wir mal in die erste Runde, ne? Das wird lustig. So, dann mute ich mich mal. Bis gleich. Bis gleich. So, was nehmen wir denn jetzt für eine Geschichte? Nehmen wir gleich mal die eine, die mir eingefallen ist. Wie bin ich da drauf so gekommen heute im Laufe des Tages? Da. Gehen wir das mal rein. Das wird jetzt richtig lustig, glaube ich. Was grüner außerirdischer Au. Was ist da? Hat er Schmerzen oder? So. Nein, da war der Farbfüller wieder noch. So, Stift. Schwarz. Ja. Hier noch die Zunge. Und hier auch noch. So, jetzt hat der Körper. Der ist meistens so ein bisschen dünner. Hat er sich hier das Knie gestoßen. Da. Hier nochmal ein bisschen Farbe reinbringen. Sieht aus, als würde er Blut spritzen. Oh, ich kann keine Hände malen. Dreht er das so? Ja, vielleicht machen wir da gleich noch den Fuß ein bisschen besser. Mal sehen, wie die anderen so Gas geben, ne? Da, hier noch ein bisschen Farbe reinbringen. Dann muss ich hier wohl nochmal ausmalen. So, hier ist Radiergummi. Machen wir hier noch einen Fuß hin. Da. So, hier nochmal ein bisschen schick ausmalen, ne? So, dann haben wir hier noch Zeit und können hier nochmal so ein UFO hinmalen. Hier so am Horizont. Und wir können dann hier auch den Druck erhöhen und hier mal gleich auch fertig machen. Da. Zack. Zack. So, dann radieren wir hier nochmal.
Ja, dann machen wir hier nochmal so. Sehr schön. Perspektive, dann machen wir hier noch ein zweites Bein hin. Okay, da sind schon Leute fertig, dann gehe ich auch gleich mal auf fertig. So. Sieht doch schon mal gut aus, oder was? Für Landschaft und so hatte ich keine Zeit, die hat dann haben Druck aufgebaut. Und ich wollte hier noch, dass er so eine Kuh klaut. Aber hey. Ausnahmezustand bei Klopapierkauf. Ich hätte auch Hamsterkäufe, aber ist ja egal, ne? Man geht mit Kakerlake bei schönem Wetter spazieren. Kann man auch machen, ne? Guck mal, machen wir hier. So, dann machen wir erstmal den Mann. Wie machen wir hier denn? Hier die Hose. Da. Für das schwarze Schuhe, zack und zack. Ja? Was hier schon wieder für Sachen bei rauskommen, ne? So, die andere Hand hat er hier in der Tasche. Da. Er kriegt eine grüne, ne, eine blaue Jacke. Obwohl, eine rote. Rot ist ja, glaube ich, besser, wie dem anderen Zeug, das wir gleich noch machen. Die rosa. Zack. Nein, ich hatte doch den Farbfilter drin. Also. Super, jetzt hier alles weg. So. Pinsel und schwarz. Immer noch ein paar feine Striche, dass das die Haare sind. So. Haben wir hier noch die Augen. Oh Gott. Was für riesen Glubscher kriegt der? Nee, komm. So. Leise. Ja. Hier die Nase. Hier die Leine. Das kleine Geschirr. Da, hier die Kakerlake, ne?
Ob das wirklich so geplant war am Anfang? Bin mir da nicht so ganz sicher. So, hier braun. Kakerlaken sind ja braun für gewöhnlich. Gut, dann machen wir hier noch einen schönen Weg hin. Achso, da. Das war vielleicht doof, aber haben wir hier nur so ein kleines Stück grün. Ja, hier nochmal einen ordentlichen Weg. So, der Farbfüller wieder. Aber das klappt. Nö. Zack. Mann. Über Steuerung und Z. Ja, nun hetzt mich mal hier nicht. Ich bin hier gerade noch voll am Schönmachen. So, hier grau für den Weg. Ach so, und das Gesicht müssen wir auch noch ausmalen. So. Bin ich fertig. Das ist eine Katze beim Messer werfen. 100 Pro. Alter, was ist denn das hier schon wieder? Ah, so. Wolkenschlosskönig freut sich. Aha. Warte mal, dann machen wir das ganz anders. Weiß auch nicht, was ein Wolkenschlosskönig ist. Ist das nicht hier von Adventure Time? Ich glaube, ne? Farbfüller, so. Haben wir Linien? Ja. Aber man will hier so einen Balkon hin, wo er drauf steht und sich freut. So. Da kann es auch ruhig hell sein hinter den Gittern. Ja. Machen wir erstmal hier die Striche fertig. So, Striche. Aber wenn das mal nicht doof war von mir. So. Also nicht besonders gerade Striche, aber hey.
Hier geht es auch nicht um Schönheit, ne? Sieht aus wie eine Mumie. Mumienschloss. Aber wir bringen ja gleich noch ein bisschen Farbe rein, also von daher. Kein Hate hier, ne? Aber man gewöhnt sich jetzt an den keinen Stressmodus und nachher geht dann die Kacke richtig los. Ich sag euch das. So. Ja, der hat nur ein Fenster. Nein. Oh, da muss ich nachher nochmal fein justieren. Da ist noch. Oh, da ist schon jemand fertig. So, hier, zack. Ist auch Licht an. So, machen wir den hier noch hin. Ne, das war wieder der Farbfüller, aber das ist gar nicht so schlimm. Dann können wir hier eine gelbe Krone machen. Ja. Ja, kein Stress, Leute. Da. Nehmen wir den und machen hier noch so ein paar Pünktchen rein. Und seine Krone. Da! Der Wolkenschlosskönig. Hi Katze! Sorry, ich war hier gerade in meinem Kunstwerk vertieft. So, dann muten wir uns mal wieder. Hallo! 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 Alter, was hier für manche Sachen schon rauskam, ne? Da kann ich schon wieder nur sagen, leck doch die Ziege. Gut, ja. Ich habe Vorlesen an, jo. Ja? Ja. Gut, dann starte ich mal. Oder wolltest du was sagen, Dark Ghost? Nö, ich bin nur fasziniert, wie tierfeindliche Menschen hierbei sind. Ja, das habe ich mal ausgedacht. Gut, ich drück mal auf Start. Dann geht's ja gleich mal bei mir los. Dann verprügelt Huhn mit Schenken. Mensch, er schlägt eine Ente. Janin. Jemand verprügelt eine Ente mit Baseballschläger mit Nägeln. Ich höre das von ja, bei Renés Rückkopplung. Alter, bei Jani, wie die Ente am Bluten ist oder das Huhn. Was muss, das muss. So, was hat denn Pimmer gemacht? Mit dem Hund Gassi gehen. Oh Gott, das sollte ein Hund sein? Bei mir kam ein ganz anderes Tier mal raus. Ja, warte mal ab, was ich als Tier bekommen hab. Frag mal bei mir. Man geht mit Kakerlake bei schönem Wetter spazieren. Mensch geht mit Ameise spazieren. Das ist eine Kakerlake, das sieht man doch. Oh, mein Gott. Vor allem aus dem Hund wird eine Kakerlake, wird eine Ameise. Wahnsinn. Jetzt ein Borkenkäfer oder wie? So, was kommt bei Widow?
Schloss im Himmel. Ah, okay. Da weiß ich schon, worauf es auskommt. Ich hatte das letzte, glaube ich. Schloss im Himmel. Ihr wart dann umgeändert. Na, die sehen nur gut aus. Wolkenschlosskönig freut sich. Oh, geil. Aber guck mal. Ne? Ist das Schloss im Himmel geblieben? Ja, ne? Ja. Ich muss jetzt beim nächsten tatsächlich sagen, ich hatte gar keinen Plan erst, was ich schreiben soll. Also gar nicht. Also das eben mit dem Huhn, das habe ich mir schon vorher ausgedacht. Ab nächster Runde bin ich auch planlos. Grüne außerirdische Au. Ach so, oh du warst ja... Ja, was soll ich dazu sagen? Okay. Ich wollte doch, dass das Ufo eine Kur entführt. Iti hat Knie, ist auch gut. Okay, da kam wahrscheinlich... Man hat eine Wunde am Bein und ist traurig. Oh. Ja, ich habe eine falsche Farbe angeklickt. Aber gut gezeichnet. So, dann gehen wir mal zu Dark Ghost drüber. Hamsterkauf. Ah. Da hatte ich echt keinen Plan, wie ich das zeige. Da kommt was anderes raus. Ausnahmezustand bei Klopapierkauf. Analserviette, Alter. Kackpandemie. Ich hab was anderes gemacht. Verdammt. Oh, wie geil. Oh Mann, das geht ja schon gut los. Guck, die Katze tanzt für sich allein. Oh ah. Gott, ich da tanzt du zumindest noch. Oh, ich hab das Singende. Tanzende und singende Katze. Ah, okay. Puh. Ja, wart mal ab. Was? Boah, ja. Katze beim Messer werfen. Oh Gott. Ja, das sieht aus wie so eine Zielscheibe, wo du Messer drauf wirfst, wo jemand dran hängt, weißt du? Richtig genial. Und das Mikrofon sieht aus wie ein Messer, was du falsch rumhältst. Das ist eine Disco-Kugel, das sieht man doch. Nein, das ist eine Zielscheibe für mich. Oh Mann, ey. Ja, ein Kapitel nur über dich, Katze. Oh Mann, das geht echt gut los hier. Okay, ja. Ich bin fertig, kann ich ins Bett? Und das war noch nicht mal der Modus ohne Stress. Ja, ich hab so gedacht, ich so, läuft die Zeit jetzt schon ab? Ich ja. Hatte sehr viel Zeit, ne? Ja, der Stressmodus wird stressig.